Hey, Merry Christmas! Ich nehme in die Luft. Merry Christmas! Wir dekorieren heute live zum großen Weihnachtsspecial das Studio. Weil ich dachte, Weihnachten ist ja nicht nur, dass die Sachen schön geschmückt sind. Nein, Weihnachten ist auch die Sachen schön schmücken. Problem ist, ich glaube, wir dürfen hier keinen Nagel in die Wand hauen. Wir müssten das hier mal kurz mit unseren Köpfen halten während der Sendung. Ja, du kannst auch hinzufalten. Hey, it's Christmas! Hat jemand vielleicht These oder so? Was hast du denn vorbereitet für die große Weihnachtsfolge, Philipp? It's just me, myself and I. Ja, wenn ich das schneiden muss. Hey, wir sind's wieder. Hey, Zielgruppe. Ich kann gerade einfach nicht reden. Hey, Männer im Alter von 17 bis 25. Wir sind's wieder. Hey, ein Kolumbianer. It's Christmas. It's Christmas. Das war schon mal im Müll, ne? Ich muss das wieder aus dem Müll holen. Das hat meine Mutter aus dem Müll weggeschmissen. Das ist der Papiermüll gewesen. Wieso kann das denn... Oh geil, es hält. Was hast du denn vorbereitet? Für manche von euch ist Hanukkah. Für manche ist es Weihnachten. Doch wir alle freuen uns gleich. Dass Jesus Christus geboren ist. Nein, die Jungen freuen sich nicht, dass Jesus da ist, oder? Freuen die sich? Hanukkah ist, glaube ich, nicht gedenkt. Die haben ihn doch umgenietet gegen Ende. Nein, die natürlich waren das die Juden. Haben ihn nicht umgenietet. Die Römer waren nicht die Juden. Ja, aber die Römer haben das schon so. Also die Juden hatten noch die Chance, dann nochmal was gegen zu unternehmen. Der hat sich doch abstimmen lassen. Ja, theoretisch ja, aber... Scheiß Plakat, ich werde die ganze Sendung hier so sitzen müssen. Aber praktisch... Fetter Toasti. Geil. Zu eurer Weihnachtssendung gibt es ein schönes Toasti. Ja, wir sind nämlich spontan auf die Weihnachtssendung jetzt umgestiegen. Ist da Ketchup? Machen wir was. Ist da wenig Ketchup? Viel Ketchup drauf. Sorry, Jonas. Ist das wieder viel oder wenig Witze? Ja. Ich glaube, der im Plauder ist niemand weiß, wovon der redet. Scheiße. Hast du vielleicht einen Tesa-Film? Ja. Hast du vielleicht einen Tesa und einen Film? Können wir einen Film schauen? Auch mit Bock auf einen Macht Film. Macht ihr fertig. Ich hätte auch mal Bock auf einen Film. So, it's Merry Christmas, you all. Kommt jetzt mit Ketchup wieder? It's Merry Christmas, you all. Dann warte ich mit dem Toast. Bis Jonas mit dem Ketchup wiederkommt. Hast du eine lustige Weihnachtsgeschichte vorbereitet? Ja. Möchtest du mit uns teilen? Die Leitung ist durchgebrannt. Möchtest du eine lustige Weihnachtsgeschichte mit uns teilen, Philipp? Eigentlich ungern. Was ist denn bei dir das Liebste an Weihnachten? Bei mir das Liebste. Was ist dir das Liebste am Weihnachtsfest? Was mir das Liebste am Weihnachtsfest ist? Richtig. Hey, wir sind wieder die YouTube-Stars. Bescheiden, bodenständig und bescheiden trifft's ganz gut. Wie heißt der andere? Improvativ, ne? Was? Improvisierend. Impulsiv. Nee. Imperativ. Nee, ich meine imperativ. Vielleicht, wir können gut improvisieren. Weil ich gerade einfach gar nicht tue. Gerade voll ins kalte Wasser. Ah, geil, das sind der Tesa und der Ketchup. Oh. Hol die Hand in den Rücken vor. Ah, das ist doch nur der Tesa. So, was? Nee, lass. Ja, okay, bitte hängen wir das. Was macht ihr? Hau dir jetzt ab da, Mensch. Hallo mit euch. Macht das die Raufasertapete mit? Was? macht das Asbest noch mit? Wir waren, Weil wir so oft unterbrechen mussten. Ob die Juden Jesus umgebracht haben? Ja. Ich sag nein. Ich sag doch. So, was ist das? Nein, guck. Ich fand das eh so ein bisschen an der Weihnachtsgeschichte. So ein bisschen, I want to talk. Ich hab's immer aufgeregt, dass auch ein Vater Unser heißt ja irgendwie Pontius Pilatus, wir reden nur über Pontius Pilatus. Pontius Pilatus hat auch wenig falsch gemacht. Der war Herrscher, der war Volksvertreter und das ganze Volk wollte, dass Jesus umgebracht wird. Mein Gott, was soll er denn machen? Was soll er denn machen, der Ponti? Popo. Jesus verschonen. Ja, aber warum denn? Auf welcher Rechtsgrundlage denn? Ja, was für Recht, Alter? Hast du Gesetz gelesen? Hast du irgendwie... Ja, aber das ganze Volk wollte doch, dass sie ihn abmutzen. Geil, danke, Jonas. Aber 800 Deckel ist kaputt. 800 Deckel. Also der Deckel ist kaputt. Philipp, hör doch hier jetzt auf. Die Honey Barbecue, warum ist die so seltsam warm? Habt ihr keinen Kühlschrank im Ohrengeschoss? Oh, Moment, warte. Das ist ein weihnachtlicher Snack. Ach, das soll eigentlich nicht Lebenstoasty. Warum denn? Gib doch mal her! Ich wollte es nicht neben dem Toasty, ich wollte es auf dem Toasty. Ja, dann. Ich wünsche dir Merry Christmas. Oh, das Plakat fängt so richtig geil. Hast du eigentlich was an Weihnachtsfilm vorbereitet, Jonas? Ihr Film. Wir schmücken nämlich live das Studio.
Gut, ich bin gleich wieder da. Aber eh nicht. Warum hast du denn jetzt Ketchup neben deinem Toasty? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich das verdient habe. Mann, was haben denn gute Pontius-Pilatus falsch gemacht? Die haben doch gesagt, er hat gefragt, soll ich den Barnabas umbringen oder den Jesus? Ja, wenn es heute so gehen würde, also wenn heute ein Volksentscheid stattfinden würde. Ja. Und 100% des Volkes wären für eine Sache, aber Merkel macht die andere Sache. Also hirsch, würden sich auch alle aufregen, weißt du? Da würde keiner sagen, gelitten unter Angela Merkel. Gelitten unter Angela Merkel. Aber die Leute wollen sich eben über irgendwas aufregen. Egal, was Pontius Pilatus gemacht hätte. Jetzt hätten sie über ihn aufgeregt. Die Juden haben Jesus nicht umgebracht. Die Römer haben Israel besetzt. Und, was nochmal das noch? Jesus umgebracht. Bethlehem, Jerusalem, frag mich nicht, lass mich in Ruhe, Arschloch. Ich streue mal ganz unterschwellig eine politisch brisante Frage ein. Was war nochmal dessen Hauptstadt? Jetzt nochmal ganz ernst gemeine Frage, was war nochmal dessen deren Hauptstadt? Was war nochmal die Hauptstadt von was jetzt? War Jerusalem die Hauptstadt von irgendwas oder war irgendwas die Hauptstadt von Jerusalem? Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Richtig, genau, so meint es nämlich. Was war das? Okay, lassen wir. Der Gag braucht zu lange. Die Palästinenser wollen Jerusalem und die Israeliten wollen Jerusalem. Ich habe auch meinen Anspruch auf Jerusalem. Mir hat das auch nicht gefallen. Ich hatte auch gesagt, was ist denn Bornes Hauptstadt von Jerusalem? Ich bin auch angepisst. Steht in Jerusalem auch deine Klagemauer? Ich glaube nicht. Ich habe dein Bauunternehmen beauftragt. Sie wird deine richtig. Klagemauer bauen. Ich habe auch einen Anspruch auf Jerusalem. Was ab? Warte mal 2 Jahre, dann gehört Jerusalem mir. Dann ist Podheim Hauptstadt von Jerusalem. Und wenn dir irgendwann Jerusalem gehört, dann hast du meinen vollsten Respekt. Was schenkst du zu Weihnachten immer? Nix. Echt? Ich schenke immer Bilder von mir für meine Großeltern. Kit. Ja. Verständlich. Muss ich sogar noch welche machen dieses Jahr. Ja, wir schicken ja auch immer unseren Großeltern Bilder und meistens schenkt meine Schwester noch irgendwas. Mach ich mal gucken. Ja, keine Ahnung. Wie alt ist seine Schwester? Mit dir jetzt zugucken, dann würde ich jetzt Geschenk jetzt schon verraten. Stimmt. Guck aber nicht zu, dann kann ich es verraten. Die sind 14 und 20. Wie alt ist deine Mutter? Keiner. 54. 54? Ja. Oh, das war's auch wieder. Willkommen zur großen Stammbaumsendung. Die ist auch nicht 54, die ist 51. Ja, wollte ich gerade sagen. Gucken deine Eltern die Videos? Gucken deine Eltern die Videos? Nö. Gut, meine schon. Was schenkst du denn nach so Bilder von dir? Ja, am anderen. Ansonsten gibt es ein Tischtennisset dieses Jahr und so. Aber ich würde gerne mit dir ein Tischtennisset, so mit so Tischtennisschlägern und so. Und ein schönes T-Shirt habe ich heute drucken lassen. Kannst du das im Sonderangebot im 1 Euro? Ja, flüssig. Ich war heute in so einem Druckshop, wollte das T-Shirt drucken lassen. Das Bild, was ich mitgebracht habe, 3-mal den Computer zum Abstürzen gebracht. Das ist denen da noch nie passiert, haben sie gesagt. T-Shirt mit einem Bild von dir. Mit einem Bild vom Comic. Guck mal. Hey, da ist er wieder. Cool. Da können wir aber lange schmücken. Darf ich mal kurz an Ohrläppchen ausfangen? Ja, wenn ihr einen Tannenbaum habt, dann könnt ihr den doch einfach ganz kurz runterholen. Ich guck mal, ob wir noch ein paar Zipfelmützen haben, wenn nicht. Das wäre ja nice. Das wäre ein richtiges Weihnachtsdesign. Wir müssen uns das kurz so halten. Greif du mal mit. Guck mal, wir machen jetzt kurz das Bild fürs Thumbnail im Video. Soll ich es mithalten? Kannst du in der Mitte auch loslassen, ich werde schon. Halt noch mit reinhängen. Das wird das Bild fürs Thumbnail. Ihr seid jetzt mal live dabei, wie so ein Thumbnail entsteht. Hey, jetzt nicht wackeln! Oh, wie ist das? Ich hätte nicht gedacht, dass das gerade so flexibel ist. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Weihnachten. Mich stört das ganze Prozedere an sich. Wir feiern Weihnachten immer bei meiner Familie, da ist immer noch der Cousin und sowas da. Der schaut übrigens auch mal unsere Videos. Hallo! Hi! Stille Nacht! Weißt du, mach mir mal einen Abfuck. Wackelt! So geil! Ja, wie ist es denn jetzt? Du sitzt da. Ist einfach nur dein fucking Geschenk. Du kommst in dieses scheiß Bescherungszimmer. Siehst du das? Eine Sache und den Weihnachtsbaum, die möchte ich haben. Die ist für mich. Ich weiß meistens weiß ich schon, was drin ist. Ich weiß, dass was Cooles drin ist. Das möchte ich einfach haben. Das ist ein Geschenk, was ich von irgendjemandem bekommen habe. Ja, das habe ich betrete nicht, dieses, ich betrete dieses das Zimmer. Das habe ich nicht verstanden. Ich betrete dieses Zimmer. Bin mir aber genau bewusst, dass ich dieses Geschenk nicht vor 5 Stunden öffnen werde. Dann kommt nämlich erstmal das scheiß Raclette oder das scheiß... Die Sache ist halt beim Raclette, ich fange dann immer schon an, das
an das Fleisch rot zu verzehren, weil das alles nicht fertig wird, weil hat irgendwie wieder jemand nicht das Raclette-Ding angemacht, dann sitzt du erstmal eine Stunde da, bis das erste Fleischstückchen fertig ist. Das ist dann so groß! Ich fühle mit dir. Weißt du, normalerweise ist ich irgendwie Hör mal, wenn du das armen Kindern, die auf der Straße leben, erzählen würdest, die können da richtig mit dir fühlen. Normalerweise ist es so ein Stück Fleisch. Also wenn ich das Fleisch esse. Und dann habe ich nach einer Stunde so ein Stück Fleisch. Und nach einer weiteren halben Stunde habe ich noch so ein Stück Fleisch. Da fange ich schon an, das Fleisch rot zu klettern. Habe jedes Mal einen zweiten Magen-Darm-Vergiftung, weil ich einfach auch Hunger hatte. So, und dann kommt das, dann muss erstmal irgendwie noch eine Geschichte vorgelesen werden oder gesungen werden oder so was. Früher habe ich immer gesungen mit meiner Gitarre. Oh Gott, das macht mein Cousin auch immer. Ihr Kinderlein, kommt. Das ist mein Lieblingsweihnachtslied. Hey. Setz so eine Lausmütze auf. Hey, ich bin's. Und E-Beams. Hallo, E-Beams. Hey, kann ich nicht das? Dann gib noch eine zweite, dann mach ich dann eine Doppelmütze drauf. Not just anybody. Help. I need someone. Help me. When I was younger, so much younger. I don't want to be anybody. Help in any way. Wie ist das bei euch mit dem Geschenk öffnen? Ich mach auf. Ja, schön. Schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Ich mache auf, das würde ich mir nämlich auch wünschen. Na, bei uns gibt es da nämlich ein ausgeklügeltes System. Schnitt. Im Ernst. Das kommt auch ins Thumbnail. Was? Das Bild. Wie war denn das? Wie ist das bei euch? Habt ihr dann. Wie wird denn bei euch die Reihenfolge angegangen beim Geschenke öffnen? Kannst du mir da was zu trinken anschauen? Ja. Bitte? Wie ist das bei euch? Wie wird bei euch denn da die Reihenfolge angegangen beim Geschenk? Älteste zuerst. Echt? Ja, bei euch Jüngste. Immer alles auf einmal, oder was? Wie älteste dann? Nein, immer jeder ein Geschenk. Ja. Bei uns gibt es nämlich ein sehr komplexes System. Ich halte das hier mal ein bisschen. Ich möchte bitte Dingsbums. Bei uns gibt es nämlich ein äußerst komplexes System. Es wird einer, ich weiß gar nicht durch welches Verfahren, genau ausgewählt. Genau, ein zufälliges Geschenk wird gewählt. Und derjenige... Also erstmal bekommt einer ein Geschenk. Achso, das kenne ich auch. Der muss dieses Geschenk dann auspacken, muss sich darüber freuen, muss das ausprobieren und was weiß ich. Und der sucht dann das nächste Geschenk aus. Das Problem ist, also, liegen ungefähr 100 Dinger bei so einer Familie wie uns, 100 im Baum. So, wenn du dann für jedes Geschenk ungefähr eine Zeit von 10 Minuten einrechnest, weißt du, wie lange wir da sitzen. Und ich will einfach nur dieses eine Scheißding. Ich weiß genau, dass er... Ich versuche dann auch immer, wenn ich immer dran bin, versuche ich auch immer dann... Ich habe noch ein Glas, aber trotzdem danke. Herr Jonas, welches ist mein Glas? Sorry, Jonas. Trotzdem. Jonas, willst du vielleicht ein bisschen weniger im Bild sein? Ich kriege hier ganz am Boden herum. Ja, red weiter. Dann kommst du nämlich zu dieser Reihenfolge und ich gebe dann schon immer, weißt du, dezente akustische Signale oder Blicke, dass doch jetzt einfach mal bitte jemand zu diesem Scheißding gehen soll, es mir geben soll, oh geil, und dann bin ich auch zufrieden für den Abend, weißt du? Ja. Aber nee, stattdessen wird das erstmal 2 Stunden gezogen. Oh, was ist das denn? Das muss ich aber mal ganz vorsichtig auspacken. Überhaupt, Leute, die Geschenke vorsichtig auspacken. Da krieg ich's schon. Da krieg ich's schon, Leute. Eis Bubbles, halt deinen Sappel. Da krieg ich's schon. Wenn sie anfangen, dann die Geschenke vorsichtig auszupacken, bei diesem Prozedere dauert halt auch einfach 2 Stunden. Weil dann ist der nächste dran, also dann muss diejenige Person, die das letzte Geschenk bekommen hat, muss dann wieder unter den Baum gehen, muss ein Geschenk suchen. Die Person, für die das Geschenk war, muss dann wieder das nächste aufmachen und etc. Etc. Manchmal kriegt man unter Scheiß Papageiengeschenk. Was dann passiert? Habt ihr einen Papagei? Ja. Was? Ich habe keinen Papagei. Der Koko. Nee, ich bin da bei meiner Oma. Ich bin heuer Weihnachten bei meiner Oma. Ah. Da ist mein Onkel. Also, ist das einfach 4-mal dein Onkel oder hast du 4 Onkel? Ich habe 4 Onkel. Nee, ich habe wie viele Onkel? 1, 2, 3 habe ich. Also mein Onkel, habe ich gesagt. Oder ich habe 0 Onkel. Oder habe ich mein Onkel, mein Onkel, mein Onkel, mein Onkel gesagt? Ja, der ist wieder weg. Weißt du? Ist der Ketchup noch vor Ort? Ja, der ist wieder weg. Ja gut, aber... Ja, aber du musst echt nicht. Ja, okay, wenn du jetzt eh schon auf dem Weg bist. So, sorry, ist das gerade gegangen. Oh, ich stepp hier. So, und jetzt deine Weihnachtsanekdote. Was macht ihr denn dann? Wenigstens Spaß am Weihnachten. Ich dachte, wir reden heute über Star Wars. In der Hoffnung bin ich hierher gekommen. Was macht ihr denn am wenigsten Spaß an Weihnachtsfest? Ich finde Weihnachten eigentlich geil. Also ist bei mir halt auch immer so ein bisschen die Geduldssache, aber ich meine, als ich kleiner war, war das noch recht heftig. Aber mittlerweile unterhält man sich mal nett. Oh Gott.
Du bist genauso schlimm wie ich. Ich lenke dich doch gar nicht ab, ich bin übrigens leise, wenn ich das mache. Ich fange nicht an zu rennen. Mir geht's nicht gut. Hey. Kann ich ja morgen überhaupt in die Schule? Schreib mal Mathe, ne? Was hast du gelernt? Siehst so aus. Alter Schlappen. So, jetzt bist du mal dran. Das soll ja nicht nur immer so eine einseitige Runde sein. Ja, Junge, weißt du, was ist? Ich krieg kaum Luft. Ich kann kaum reden. Bist du mal schon mit einer Weihnachtsgeschichte? Ich brauche nur so ein Mittel. Jetzt habe ich noch mehr Schnupfen. Kannst du mir noch ein Taschentuch bringen? Warum muss denn mal jeder Folge sagen, dass die schlechteste überhaupt ist? Ach, Leute. Gemütz. Gemütz. So funktioniert das Konzept von Gemütz nicht. Ich weiß noch, wo ich mit so einem 10-Klässler mal gemützt hatte, als wir noch in der 5. oder 6. waren. Hast du nicht mit deinem 5. und 6. 10-Klässler gemützt? Doch, klar. Weil er mir gesagt hat, er schneidet mein Geschlecht ab. Kannst dich da nicht mehr dran erinnern. Wer war denn das? Dieser eine Typ aus Lagunz mit der Brille. So, jetzt ist es persönlich. Jetzt kommt die persönlichen Daten. Willst du vielleicht mal die Anschrift? Dann stehen nämlich die Lazarin Hardcore-Fans da vor der Tür. Jonas, Mutter. Haben wir heute auch ein Weihnachtsmenü gekocht. Für die Weihnachtsfolge. Ich bin hierher gekommen, um zu essen. Du hast daheim eine Pizza. Deswegen mussten wir auf dich warten. Danke. Taschentuch. Gehst du nach Weihnachten nochmal ins Star Wars? Ja, ich werde auch noch ein drittes Mal gehen. Aber hey, um mehr zu erfahren, schau auf die neue Laser-Reden-Folge. Die ist da verlinkt. Oder da. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich habe das Prinzip von Spiegelverkehrt nicht verstanden. Vielleicht ist sie auch dort verlinkt. Nee, du bist jetzt mal dran mit einer kleinen Weihnachtsgeschichte. Ich habe eben mal eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählt. Ja, ich krieg keine Luft. Ja, das ist keine Weihnachtsgeschichte, das sagst du jedes Mal. Ich kriege keine Luft. Ja, ich habe doch gerade versucht zu erzählen. Also irgendeine Geschichte, die mir mal so... Ja, was Lustiges. Was widerfahren ist. Warum man lachen kann. Geh weg mit deinem... Warum ist der so nass? Weil ich ihn vielleicht in eine Pfütze gestellt habe. Ich weiß noch, dass Boden als durch irgendwas entstanden ist. Ich weiß noch, als ich einmal meine Formelsammlung liegen habe, am nächsten Tag, habe ich sie beschlagen zurückbekommen. Wie eine Autoscheibe. Diese Formelsammlung ist in seinem Rucksack beschlagen. Wer sagt, dass sie in meinem Rucksack beschlagen ist? Ich will nicht wissen, wo sie beschlagen ist. Sie war beschlagen. Ich habe da ihre Pudelmützen nicht mehr auf. Weil der Film mich immer mit Haut, wenn ich die aufhab. Das ist überhaupt so unwahr. Make Weihnachten Crate Again. Überhaupt dieses ganze Make irgendwas Crate Again mit geben, ist so auf den Sack. Ja auch. So auf den Sack. Ich so. Also jetzt die Weihnachtsanekdote von Philipp. Wir warten immer noch. How's do it? Scheiße. Ich glaube immer noch auf die Weihnachtsanekdote von Herrn Wolter. Was für eine Weihnachtsanekdote? Du hast hier wieder dein 2-Seiten-Gag-Dokument geschrieben. Es sind 2 Seiten Schriftgröße 12 Gag-Dokumente. Das wird keiner von euch jemals sehen. Und ich habe noch nicht einen Gag heute aus dem Gag-Dokument gemacht. Warum eigentlich nicht? Keiner hält dich auf. Bring zu Ende, bring damit eine lustige Weihnachtsanekdote wollt ihr alle hören? Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber egal, ich erzähle sie trotzdem. Also ich war an Weihnachten mal bei meiner Oma. Das klingt ausgedacht. Fake. Kriegt sie ausgedacht. Fake News. Das lasse reden, Mobil. Boah, jetzt fangen meine Augen an zu jucken. So, die Weihnachtsgeschichte ist noch nicht beendet, Philipp. Also ich war an Weihnachten bei meiner Oma. Und, hey, wie sind's nur? Ja, bei meiner Oma habe ich halt ein gemütliches Weihnachtsfest verbracht. Da hat echt ziemlich Spaß gemacht. Okay. Ja. Cool. Wieso sind deine Anekdoten immer so kurz? Das ist keine Anekdote. Ich werde dir wieder ins weiße Wasser geschmissen, ins kalte Wasser. Du weißt jetzt ungefähr 12 Jahren, wann Weihnachten ist. Du hast im Alter von 5 Jahren erfahren, dass es das Fest Weihnachten gibt. Weil deine Eltern die ersten paar Jahre ein bisschen Geld sparen wollten. Und seitdem weißt du auch, dass wir die Weihnachtssendung aufnehmen. Hast du etwas Zeit? Junge, du kannst dich einfach immer anfangen zu singen. Zum Horizont. Jetzt zeig doch mal ein spontanes an. Ich ein Lied für dich. So hat auch unser. Darf ich vielleicht meine Weihnachtsanekdote? Ja, Junge, zieh du bitte dann weiter. Komm ruhig ins Bild. Komm mit ins Bild. Wir machen einen Kaffee für dich. Mir geht's einfach nicht gut. Ich kann weder nachdenken noch. Ja, wo soll ich denn Luft jetzt noch in meine Augen? Hier, Philipp, rück mal. Ich kann nicht viel weiter rücken. Kann ich auch nicht. Doch. Du hast 3/4 der Couch für dich beansprucht. Passt rein. Au, mein Zeh. Passt rein. Das muss gehen.
Danke sehr. Hast du etwas? Okay, Jonas, bitte. Meine Weihnachtsanekdote. Die muss ich aber knattern. Kannst du versuchen, die in doppelter Geschwindigkeit zu erzählen? 3, 2, 1, und jetzt! Und früher war es so, als wir... Nein, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall war es früher so, dass ich bin mit zu meinem Verwandten mal am ersten Weihnachtsfeiertag immer hier zu Hause gefeiert bei der Oma, wo wir gerade sind. Meine Oma, die auch in diesem Zimmer hier war und die jetzt leider 2004, als ich etwa 4 Jahre alt war, gestorben ist, die war dann auch mal zu Weihnachten da, also bis ich 4 war. Also ich habe sie nie so richtig kennengelernt, weil ich habe bisher nur 4. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann immer zu der Familie von meinem Vater gefahren. Du schaffst es, dass es so wirkt, als würdest du schnell reden, aber du doch sehr, sehr langsam. Du warst noch ganz am Anfang. Ja, weiter bitte. Also auf jeden Fall, dann soll ich immer noch so weiterreden oder kann ich jetzt nur lange reden? Ja, mach halt in normalen Tempo und lass ein paar Informationen raus. Okay, auf jeden Fall. Am zweiten Weihnachtstag sind wir immer zu den Verwandten von meinem Vater gefahren. Also väterlicherseits zu den Verwandten. Und da war es dann so, die haben dann immer so Playmobil, Feuerwehr und einen Weihnachtsbaum gegeben. Wie halt beim Paul, dass dann irgendwie halt der einlädt, muss auch noch die Kohle aufbringen, muss auch noch das Essen bezahlen. Also auf jeden Fall, das war... Was machst du da? Ich studiere nebenbei DJ. Hab ich letztens bei TAF gesehen, da gibt es welche, die machen, studieren das irgendwie. Wie Profi-Rutsche. Also die haben das nur so im Nebensatz erwähnt, als sie irgendwie ihre Küche, als sie irgendwie schätzen mussten. Und das war so ein dummes Spiel. Da wurden haben zwei Leute auf der Straße gesucht, die schätzen, wie sauber ihre Wohnung ist. Die mussten das in Schulnoten schätzen. Die haben natürlich beide irgendwie 2 gesagt oder 1. Ich hätte einfach bei meiner Wohnung, hätte ich einfach gesagt, 4. Und ich wäre einfach ehrlich gewesen, weißt du? Ich hätte einfach gesagt, das stimmt, weil der näher dran ist, hat dann am Ende einen fantastischen Preis gewonnen. Und wer hat das geschätzt? Die selber mussten schätzen, wie sauber ihre Wohnung ist, dann wurde das überprüft. Und dann, hatten die näher an ihrer Schätzung waren, einfach was gewonnen, was Fantastisches. Ja. Einen fantastischen Preis. So, wahrscheinlich haben sie die Note 4 gesagt haben, rausgeschnitten. Kann sein. Also auf jeden Fall meine Weihnachtsanekdote, irgendwann ist die, es sind die Leute väterlicherseits, die immer eingeladen haben, die haben irgendwann gemerkt, wir haben keine Kohle mehr. Ihre Kinder haben für die einen Fernseher gekauft. Und dann hat die hierher gezogen. Die haben doch schon hier gewohnt, hör doch mal was, zu. Was man nicht sieht, in der rechten Hälfte des Raumes sitzt Jonas' komplette Familie aus Bulgarien. Ungarn. Katastrophe, Kuala Tera. Nee, das wäre jetzt ein bisschen rassistisch, wenn ich so tue, als würde ich Bulgarisch können. Das wäre es wohl. Das war's. Katastrophe. Lewakowskis, nein, ich hab keine Ahnung. Nein, Kawasaki. Bulgarisch ist nicht einfach Russisch mit einem Theater. Natastrophie. Natastrophie. Ja, die Weihnachtsanekdote ist noch nicht beendet, Jungs. Außerdem stammt meine Familie von Hugenotten ab, dem Protestantenvolk aus Frankreich. Und von den Leuten aus. Schlesien, glaube ich, das ist irgendwo heute. Ja, war das von welchem Volk deine Familie abstand, Anekdote, oder war es die Weihnachtsanekdote? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Weil irgendwie geht es doch mehr um das, woher deine Familie kommt. Also auf jeden Fall. Das ist so schlecht schon wieder. Also auf jeden Fall, die Familie väterlicherseits, die haben keine Kohle mehr, da mussten sie Haus verkaufen. Die wollte immer, die Mutter von denen wollte immer, dass ich irgendwie hier coolen Hollister-Klamotten trage. Jetzt habe ich erfahren, Hollister stellt auch Urinbeutel her. Jonas, wo führt das? Es gibt eine Firma, die heißt Hollister. Wo möchtest du hin, Jonas? Wo willst du hin mit dieser Geschichte? Jetzt habe ich erfahren. Leute, wenn ihr gemobbt werdet wegen eurer Kleidung, von so Typen wie Paul, so rauchenden Raudis. Nerds. Weder bin ich ein Raudi, noch rauche ich. Philipp, komm doch bitte wieder ins Bild zurück. Ich bin im Bild. Ja, nachdem die nicht mehr so viel Geld hatten, sind wir dann zu meiner Oma gegangen. Meine Oma hat aber nicht sehr viel Geld und ihr Haus ist relativ klein, weil sie eigentlich alleine lebt. Und ja. Sag doch einfach was Witziges. Jetzt gibt es keine Weihnachtsfeier mehr bei der Familie väterlich gesagt. Aber war hier. Das? Kurz, mal ganz kurz. Können Sie vorher noch mal kurz auf den Punkt bringen? Es gibt keine Weihnachtsfeier mehr bei der Familie väterlicherseits. Ja. Ich sag's jetzt auf die Pointe. Wofür haben wir so lange gewartet? Pointe heißt das, Pointe. Spamt die Kommentare nicht mit zu viel LOLs voll. Als ich das letzte Mal so vor der Kamera saß mit euch, haben wir darüber geredet, dass ich meine Fahrprüfung verpasst habe.
Stimmt. So, jetzt muss ich euch beide mal fragen, wie sieht's denn eigentlich so aus mit der Fahrschule? Ich krieg wirklich keine Luft, Jonas. Ich hatte schon eine Stunde gegen 20 Minuten. Du kannst dich auf jede Frage, ich krieg keine Luft antworten. Ich kann gar nichts sagen. Ich kann gar nicht sagen, was machen. Hör mal, wir machen das ja hier, um auch eine gewisse Professionalität reinzukriegen. Du kannst dich im Fernsehen dich hinsetzen und bei jeder Frage sagen, ich kriege keine Luft, Janine. Ich krieg gar echt keine Luft. Janine Michaelsen, ich krieg keine Luft. Kann Tommy, ich schon machen. Thomas Gottschalk, ich krieg gerade keine Luft. Hast du etwas Zeit für mich? Sag mal, kannst du eigentlich auch 99 Red Balloons singen? Das singen wir doch die ganze Zeit. Nein, ihr singt die ganze Zeit 99 Luftballons. Do you have some time for me? Can I tell you a story for me? About 99 Luftballons. Red Balloons. Red Balloons. Who are flying to the horizon. Was ist schon wieder für ein Scheiß? So, ich kann 99 die Red Luftballons singen. Zufrieden. So, Jonas. Ich glaube, die Weihnachtsanekdote ist vorbei. Ne? Ich glaube, die war immer nur Scheiß. Na, wie der Rest der Folge. Die Halloween-Folge hat mir besser gefallen. Ja. So, ich habe übrigens eine wunderschöne Uhr. Wie lange machen wir hier schon? Keine halbe Stunde. Ja. Wow, na, Schnitt vielleicht noch 10 Minuten. Muss um 7 daheim sein. So, genau. Oh, und zwar, was ich heute noch einführen wollte. Wir haben jetzt nämlich auch eine Playlist. Der Name muss ich nochmal gucken. Ich sage jetzt erstmal vorsichtig, aber Fauli und Fox. Rixi und Fox. Fauli und Treu oder Rixi und Fox. Vielleicht heißt die Playlist einfach auch Fauli und Treu und Rixi und Fox. So wie die Playlist wahrscheinlich heißen. Oh Mann. Wo wir jeder von uns, der in der Folge dabei ist, ein Video in diese Playlist packen kann, eine Videoempfehlung. Und ich packe das Video, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Flying Toy O Fortuna in die Playlist rein. Also ein kurzes, lustiges Video. Hat jemand von euch noch eine lustige Videoempfehlung, die ihr dieses Mal in der Folge raufsetzen will? Was hast du denn? Spaß, Alter. Was ist dann? Ich krieg keine Luft. Junge. Luft. Luft! So, was meinst du auf die Playlist sitzen, Philipp? Ich habe mich gerade überhaupt gar keine Luft. Oh Mann! Was möchtest du denn auf die Playlist sitzen für ein lustiges Video? Ich krieg wirklich keine Luft. Wir setzen einfach, Philipp setzt das Video. Nein, ich hab schon ein Video. Setzt das Luftvideo von Klaas auf die Playlist. Nein, ich hab noch Klaas Luft? Ja. Der ist denn Philipp? Ich hab noch ein Video, was wir noch da aussetzen. Ja, mach doch. Sag doch bitte. Den Film, To Kill a Mockingbird. Den gibt's, den werde ich nicht auf die Playlist setzen. Doch, den gibt's auf YouTube. Aber, und lasst euch überraschen, so, da haben wir To Kill a Mockingbird. Und dann guckt euch den ersten Film mit den meisten Klicks an. Lasst euch überraschen. Nee, wir machen eine Playlist. Ja, könnt sich ja trotzdem, ja, dann machen wir den Film mal in die Playlist. Ja. Das wird sehr überraschend und lustig. Okay, also wir haben jetzt drin Flying Toy O Fortuna, was sehr lustiges Video, das kann ich wirklich nur empfehlen. Und To Kill a Mockingbird, habe ich gesehen, fand ich nicht so geil. Ja, es ist ja nicht nur der Film. Doch, es ist nur der Film tatsächlich. Hast du etwas? So, das war das große, ganz traurige Weihnachtsspecial. Vielleicht mal. Wer jetzt nach dem Halloween-Special ein bisschen Hoffnung geschöpft hatte, hey, das war ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Einfach, es bleibt bis zum Ende, die rote Faden zieht sich durch. Hey, de-abo. So, können wir jetzt de-abonnieren? Jetzt de-abonnieren. Jetzt hier einfach nach unten rechts. De-abonnieren. Und natürlich wieder einen Daumen runter da lassen, Leute. Lass uns einen Daumen runter da, de-abo und die Glocke nicht drücken. Bitte drückt nicht die Glocke. Sollte nicht eigentlich diesmal dieser Lego-Typ und Philipp Walulis in der Sendung sein? Oh mein Gott. Das hatte ich angedacht, aber wir haben noch nicht die E-Mail rausgehauen an den Lego-Typen. Hält der Steininhaber, wir kriegen dich. Hätte ich nicht sagen sollen, aber es kommt ja nicht. Nächste Woche verrät uns Mark Hamill hier live den Plot von Episode 9. Gut. Von Star Wars. Oh mein Gott. Das war die große Weihnachtsfolge. Jonas, drückst du mal bitte auf Pause bei beiden Kameras? Darf ich übrigens noch kurz was zu Weihnachten zu... Was machst du hier? Was mach ich denn? Ich versuche dich aufstehen zu lassen. Oh, das ist... Ach du Scheiße, das ist wie so eine Saugglocke, ey. Attention! Jetzt muss ich mir auf eure Oberschenkel packen und muss dann aufstehen. Bitte nicht. Das wäre gut. Jetzt bin ich endlich frei.